Deine Augen wandern zu dem seltsamen Zettel von neulich. Ach ja, genau. Du fragst dich, ob es sich vielleicht um eine Telefonnummer handeln könnte. Möglich ist es. Du holst dein Handy raus und gibst Folgendes ein. 2. Ich kann schon gar nicht. Ah, vielleicht gebe ich nur die richtig rumstehenden Nummern ein. 0. 7. Du gibst jede Zahl ein, die nicht verkehrt herum ist. Endlich, ich habe schon gewartet. Aha, ich habe dein Rätsel gelöst. Die Zahlen hatten mehrere Bedeutungen, aber das genügt schon. Ich bin's, Rowan. Das hatte ich mir gedacht, nachdem der Rabe schon den Zettel ans Fenster gebracht hat. Komm zu meiner Villa, wenn du Zeit hast. Ich brauche dich für etwas. Oh, sie legt auf. Spannend, spannend. So, was können wir denn alles craften hier? Wir haben tatsächlich gar nicht so viel Plastik, wie ich dachte. Aber voll viel Zucker und Draht immerhin. Kappe. Fahrradhelm. Gourmet-Cupcakes, Zucker und Plastik, was auch sonst. Schlafenszeit sein. 2 Plastik in Stoff. Himbeerlikör. Flasche und Glas und Zucker, das kann ich mir immer noch vorstellen. Mode sein. Sine braucht ziemlich viel, was ich nicht habe. Machen wir mal ein Himbeerlikör. Tada. So ein Gourmet-Cupcake, warum nicht? Ich kann Sachen nicht zweimal herstellen. Das ist ein bisschen doof. Da muss ich besser drauf aufpassen, wem ich was gebe. Die Kappe mache ich mal noch. Ja, okay, die sieht ganz okay aus. Und mal die Schlafenszeit ziehen, weil ich es mir gerade leisten kann. Neue Dungeon-Fähigkeit und ja, was soll der Geiz? Fahrradhelm geben? Bänden. So, Spiegel. Fahrradhelm. Mehr Platz für Getränke, weniger Seins. Ist nicht schlecht, weil ich die Zines eh immer vergesse zu benutzen. Und mehr Heilung ist geil. Ausgänge auf Karte angezeigt. Brauche ich jetzt eigentlich nicht. Dann nehme ich halt mal den Fahrradhelm wegen der Wirkung. Sieht zwar ein bisschen scheiße aus, aber naja. Und ich nehme mal das Schlafenszeitdingens mit. So. 3 neue Nachrichten. Valeria, können wir uns wieder treffen? Ich will dir was erklären, bitte. Ja, klar doch. Sollte das ein Selfie werden? Ein Tipp, wo du mich findest, im Park wieder, okay. Super, bis bald. Isaac sagt, eine Firma, in die ich investiert habe, veranstaltet als Dankeschön eine Party. Es ist mir peinlich, aber die Party wird von Slicer veranstaltet, der Dating-App für Waffen. Bin ich denn eingeladen, wenn du schon so fragst? Natürlich, ich hoffe, du hast Zeit. Die Party findet im Ballsaal des Avalon Hotels statt. Ach huch, das war wieder eins von denen, wo man so sofort dahin gebeamt wird. Warnt mich doch vor bei sowas. Es wird Zeit, dass du losgehst, um dich mit Isaac bei seiner Investorenparty zu treffen. So, es ist ja eigentlich gar nicht meins, aber für Isaac nehme ich es mal auf mich. Du bist dir nicht sicher, was man zu einer Investorenparty anzieht. Ja. Was Glitzerndes, was Seriöses, was Bequemes. Ich habe nichts Passendes. Ich würde mal was Seriöses nehmen, wenn ich was hab. Du wählst deine Kleidung wohlbedacht aus. Alles passt zueinander. Dann fragst du dich, was, wenn du es übertrieben hast? Was, wenn du lächerlich wirkst? Du ziehst dich ein paar Mal um, bis es zu spät ist. Du hast keine Zeit mehr, kenne ich. Schließlich ziehst du wieder das erste Outfit an und stürzt aus der Wohnung.
Im Foyer tummeln sich ungewöhnlich viele junge Leute aus der Softwarebranche. Du kommst nicht rein. Türsteher, ey, du kommst hier nicht rein. Heute Abend findet eine private Veranstaltung statt. Stehen Sie auf der Liste? Well, hello. Sie gehört zu Brooks Associates. Es gibt niemanden, den Sarg nicht kennt, oder? Ja, du kennst anscheinend auch meinen Namen, Mr. Türsteher. Oh, Isaac küsst dich auf die Wange und geht voran. Deine Jacke ist toll. Du musst mir die Nummer von deinem Schneider geben. Ja, mein Schneider heißt Zalando. Danke, dass du gekommen bist. Es bedeutet mir sehr viel, dass du mich unterstützt. Diese Party ist für dich? Nach dem Vater frage ich mal nicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen ein Irrthema. Für mich, die anderen Investoren und die Mitarbeiter. Ich hoffe, mein Vater kommt. Ach. Ich habe ihm gesagt, dass diese Gala für den Wohltätigkeitsverein ist, den er immer unterstützt. Wo ist er bloß? Was macht denn der jetzt schon wieder hier? Eine vertraute Person nähert sich euch schmunzelnd. Hallo, Eric, geh weg. Wie ich sehe, hat Slicer wichtige VIPs eingeladen. Sarg, ist diese Waffe dein Date? Das geht dich nichts an. No. Es geht mich wohl was an. Hast du seine Klinge gesehen? So schön und so gerade. Ja, du stehst auch auf Klingen, okay. Schöne gerade Klingen. Ja, ich habe sie gesehen. Ich habe sie schon in der Hand gehabt. Oh, fühlt sich gut an. Solltest du auch mal probieren. Hey, ich höre das. Das sehe ich. Gute Arbeit jedenfalls. Wer steht nicht auf gut gekleidete Männer? Ja, du anscheinend schon. Ah. Wenn er mich jetzt entschuldigt, die Garnelentörtchen rufen nach mir. Sehr gut, wenigstens irgendwer, der dich bei sich haben will. Woher zum Teufel kennt er dich? Ihm gehört ein Waffenladen. Oh? Aha, da steckt also mehr dahinter. Ich habe nicht das mit dem Bait gesagt, ich habe den Waffenladen gesagt, egal. Isaac, wo zur Hölle bin ich hier gelandet? Es gibt nicht mal Single Malt Whiskies. Ansprüche auch noch. Guten Abend, Vater. Können wir uns heute wie zivilisierte Menschen unterhalten? Ach. Dies ist mit Sicherheit nicht der Verein für Hunde in Harvard. Hunde in Harvard. Du hast versprochen, Dr. Muffin und Dr. Muffin der Dritte würde hier sein. Also ein paar dieser Leute haben sicher Hunde. Die Hunde dieser Leute haben noch nicht einmal einen Highschool-Abschluss. Was, wenn ich hier gesehen werde? Warum haben hier Hunde einen Highschool-Abschluss? Warum wundere ich mich überhaupt noch? Jemand tippt an ein Mikrofon und die Musik hört auf. Die Vorsitzende von Slicer kommt auf die Bühne und hält eine Rede darüber, was für Profite die App ermöglicht hat. Vincent verlässt den Saal. Die Slicer-Vorsitzende listet auf, welche Hürden sie bewältigen musste und dankt ihren Investoren. Schließlich dankt sie Isaac und Brooks Associates namentlich für seine Großzügigkeit. Als die Rede endet, applaudieren die Anwesenden. Jemand macht die Musik wieder an und die Tanzfläche füllt sich. Tja, nicht alles, was sie gesagt hat, stimmt so. Meine Hilfe war nicht nötig. Wenn jeder Lohn über dem Existenzminimum liegen würde, wären keine Investoren nötig. Wir könnten auch Erbschaften reduzieren. Aber wo ist mein Vater? Der ist schon gegangen, glaube ich. Ja, natürlich. Gehen wir an die frische Luft. Du folgst Isaac nach draußen. Vincent und Isaacs Assistentin unterhalten sich. Oh. Und da hat Isaac sich in die Hose gemacht, vor der ganzen Familie. Ach, na toll, sowas erzählt man auch Leuten weiter. Wow, das ist ja lustig. Vater? Hallo, Isaac, ich gehe dann mal. Ah, mein unnützer Sohn. Ist die Farce jetzt zu Ende? Ja. Ich wollte dir zeigen, dass mit meinem Geld Leuten geholfen wird, im echten Leben. Statt dir Gedanken darüber zu machen, wie viel Geld andere haben, solltest du lieber an dich selbst denken. Du hast nicht mal eine Partnerin. Oder willst du mir etwas sagen, dass du mit diesem Desaster zusammen bist? Wie wagst du es?
Ich bin kein Desaster, ich bin ein fabulouses Desaster. Unverschämtheit. Vincent zeigt auf dich, ohne dich dabei anzusehen. Hey! Lass Zack in Ruhe. Es geht mir darum, etwas zu bewirken. Ha, es bewirkt nichts, diesen Trampeln Geld zu geben. Damit erreichst du nur, dich zum Hampelmann zu machen. Vincent steigt in eine Limousine und knallt die Tür zu. Das Auto fährt los. Isaac seufzt und starrt dem Wagen hinterher. Tja, jetzt kann ich die Party genießen, ohne dass mich etwas ablenkt. Ah, alles okay, sollen wir gehen? Ich kann dich ablenken. Deine Freundschaft ist die Investition, die mir von allen die wichtigste ist. Freundschaft? Ich weiß ja nicht, ich dachte, wir sind Roommates. Er verbeugt sich und hält dir seinen Ellbogen hin. Oh, was für ein Gentleman. Liebesstufe 3. Ali, was kann er denn jetzt? Halte einen schweren Angriff gedrückt, um ihn stärker aufzuladen. Und vielleicht eine milde Gabe für dich? Oh, er hat mir eine blaue Blume geschenkt. Sieh es dir im Spiegel an. Ach, das ist ein Kleidungsstück. Cool. Ich habe dir ein Geschenk gekauft. Ich weiß nicht, ob es dir gefällt, aber ich möchte, dass du es hast. Dankeschön. Das freut mich. Dann schauen wir mal, was der DJ jetzt für Musik spielt, oder? Ihr wendet euch wieder der Party zu und verbringt den Rest des Abends zusammen. Oh. So, was kann denn das Blümchen? Getränke heilen mehr. Mehr Platz für Getränke oder Getränke heilen mehr? Machen wir Getränke heilen mehr. Außerdem sehe ich dann ein bisschen besser aus. So, was haben wir denn hier jetzt wieder? Isaac. Ich finde es super, dass er jetzt einfach echt immer irgendwelche random Emojis schickt. Auch wenn man die, wenn man möchte, ganz falsch interpretieren kann. Auberginen so stark wie Bäume und Tröpfchen, die glitzern und geil sind. Ja, ich habe mich gestern Abend amüsiert. Und jetzt bin ich wirklich bereit für das Dunch. Sehr gut. Und Jonah hat einen neuen Job. Sehr schön. Glückwunsch. Danke. Ein gesichertes Einkommen ist nicht zu verachten. Treffen wir uns im Bravura. Ich lade dich ein. Gerne. Wenn ich finde, wo das ist. Keine Ahnung, was das Bravura ist, aber wir treffen uns da. Gut. Dann können wir wieder ein bisschen daten gehen. Ich würde mal sagen, Sander wartet schon viel zu lange am Strand auf uns. Dann gehen wir da mal zuerst hin. Hey. Und er hat Mandy mitgebracht, Mann. Obwohl, ich meine, ja, wenn sie interessiert ist, also, nehme ich auch. Hatte ich jetzt nur nicht erwartet oder so, aber ja. Als du ankommst, sitzen Sander und Mandy auf einer Düne. Sander wirkt betrunken, na super. Ja, gibt's was zu feiern? Aha. Ja, es ist toll am Leben zu sein, oder? Ich würde es nicht empfehlen. Statistisch gesehen gibt es mehr Tote als Lebende. Das sind viele Menschen, wirklich viele. Manchmal versuche ich auszurechnen, wie viele Geister es geben müsste. Selbst wenn nur 1% der Toten noch unter den Lebenden wären, wären das Millionen von Geistern. Und zwar sehr verschiedene Geister. Sultane, Schülerinnen, Modedesigner, Bauern, die ganze Bandbreite. Suchst du gerade ein besserer Goth zu sein als ich? Nee. Nein, ich rede gerade wie ein Anti-Goth, Mandy, hör doch zu. Ja, es sieht auch nicht mehr so ganz besoffen aus. Ich will nur sagen, dass es wieder VIP-Bereich des Universums ist, zu den Lebenden zu gehören. Warum all das Gerede über den Tod? Oder dann lass uns auskosten?
Ja, der ist besoffen, da kann man schon mal ein bisschen über den Tod philosophieren. Lass es uns auskosten. Das ist die richtige Einstellung. Mhm. Sag, in welchem Moment in deinem Leben hast du dich am lebendigsten gefühlt? Ihr unterhaltet euch und betrachtet den vom Mond beschienenen Ozean. Irgendwann herrscht Schweigen und Mandy räuspert sich. Ich kriege Hunger. Du doch sicher auch, Sander. Wie wär's mit einem Snack? Mandy beobachtet dich neugierig. Ein Snack klingt gut. Woran hattest du gedacht? Wie du willst. Snack klingt nice. Hast du gehört? Schatz, sie ist dabei. Hey. Hör auf, Mandy. Was? Hast du Sarg etwa nicht von unserem Hobby erzählt? Ja, ich dachte es mir schon. Ich glaube, sie will uns gerade erzählen, dass Sander ein Vampir ist. Was wir eigentlich rein in der Theorie schon wissen, weil wir ihn ja schon mal gesehen haben, wie er sehr vampirisch aussah, so hinter seiner Bar. Aber anscheinend sind wir zu doof, um eins und eins zusammenzuzählen. Welches Hobby hat es mir erzählt? Nichts sagen. Ja, ich frag mal dumm, welches Hobby? Ach. Mandy, geh nach Hause, wenn du uns den Spaß verderben willst. Wie du willst, aber bleib nicht zu lange draußen. Im Sommer geht die Sonne früh auf. Mandy verschwindet in der Nacht. Sander starrt ihr hinterher. Sander seufzt. Er scheint nicht zu wissen, was er sagen soll. Welches Hobby meinte sie denn? Nee. Ich will nicht darüber reden. Jedenfalls nicht jetzt. Eine kühle Brise vom Ozean lässt dich frösteln. Na gut, wenn er nicht drüber reden will, ich mag Leute nicht drängen, wenn sie nicht über irgendwas reden wollen, dann zitter ich mal vor mich hin. Du Arme. Er reibt deine Arme, um dich zu wärmen. Sanders Hände sind auch nicht wärmer, aber dank der Reibung entspannst du dich etwas. Ja, Reibung ist immer gut. Ach, du alter Angeber, du hast gar keine Nippel, sehe ich gerade. Das sieht ein bisschen komisch aus. Er zieht seine Jacke aus und hängt sie dir über die Schultern. Neuer Gegenstand, coole Sonnenbrille. Nice. Hier, ich habe ein Geschenk für dich. Ich wache immer zu spät auf, um sie zu benutzen. Ich werde sie für dich benutzen. Und ich weiß, dass du die Wahrheit wissen willst. Ich habe darüber nachgedacht. Es gibt da ein paar Dinge, über die ich noch nicht zu reden bereit bin. Jetzt fängt er an zu zittern. Okay. Vergessen wir das einfach. Ich bring dich nach Hause. Da ist es warm. Oh, jetzt friert's ihn. Ihr lauft zusammen durch Verona Beach, bis ihr zu deinem Gebäude kommt. Du gibst ihm seine Jacke zurück. Dankbar zieht er sie an. Ja. Bevor Mandy sich eingemischt hat, hatte ich heute Abend solchen Spaß mit dir. Meistens bekomme ich um diese Zeit den Sommerblues, aber dank dir fühle ich mich so lebendig. Liebesstufe 3. Tiefer Schnitt, Bluten richtet mehr Schaden an. Geil. Also, meine ganzen düsteren Gedanken machen mich nicht fertig. Nicht fertig. Und ehrlich gesagt will ich nicht zu meiner Wohnung zurückkehren. Die ähnelt einer Gruft. Wortwörtlich wahrscheinlich. Ich würde mich hinterher ärgern, wenn ich dich nicht frage. Kann ich mit hochkommen? Ja, gerne. Bei dir checke ich wenigstens, was du willst, im Gegensatz zu Valeria. Wie wär's mit ein paar Küssen hier? Du bleibst auf der Straße stehen und lässt ihn schließlich mit nach oben kommen. Er wartet höflich vor der Wohnung, bis du ihn hereinbittest. Ach, wie schön. Ja, das ist auch so ein richtiges Vampir-Ding. Wow, mir gefällt deine Wohnung. Du hast guten Geschmack. Ja, ich habe das alles so übernommen, wie es war. Ich bin ein bisschen nervös. Ich will nichts falsch machen. Ihr verbringt den Abend zusammen. Er ist muskulös und aufmerksam. Was sind denn das für Vorzüge? Er ist muskulös und aufmerksam. Er ist vollkommen darauf konzentriert, dass du deinen Spaß hast. Ach schön. Du merkst, dass seine Haut und Klinge seltsam kühl bleiben, egal wie lange ihr kuschelt. Aha, Liebesspielchen in beiden Formen anscheinend. Noch eine Decke, ihn weiter küssen. Was ist das Hobby? Ich knutsch einfach weiter.
Du schmiegst dich an ihn und küsst ihn wieder und wieder, bis er schließlich wankend aufsteht und sich anzieht. Natürlich wieder mit der Rose. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, aber leider habe ich heute Abend schon was vor. Bis später, sexy. Er verlässt die Wohnung und du schläfst bald ein. So, check nochmal, was haben wir hier? Gegner bluten, wenn sie bei dir Schaden verursachen. Klingt auch gut. Aber ich bleibe erstmal bei der Heilung. So, was schreibt er denn jetzt am Morgen danach? Ich wollte nur sagen, je besser ich dich kenne, desto cooler bist du. Also, danke. Nicht gern geschehen, gleichfalls Rose, gleichfalls. Lass uns ins Dunch gehen. Ja, später. Ich habe noch einige Dates abzuarbeiten. So, was haben wir alles? Valeria im Park. Jonah wollte sich auch irgendwo treffen. Ich weiß nicht genau wo. Da anscheinend. Und Rowan wollte sich auch treffen. Mache ich Jonah oder Rowan? Ich mache erstmal Jonah und dann mache ich Rowan, weil mit Rowan haben wir irgendwie noch gar nichts gemacht. Volles schicke Café, schicke Restaurant hier. Sieht irgendwie teuer aus. Als du ankommst, sitzt Jonah allein an einem Tisch und spielt mit einer Serviette. Ach, hey Sark. Schön, dass du hier bist. In einem noblen Restaurant wie diesem bin ich nicht gerne allein. Danke für die Einladung. Ach, nicht der Rede wert. Heute kann ich es mir leisten. Weil ich hier arbeite. Ich bin der neue Mitarbeiter hier. Ach, süß. Kann ich nicht einfach fragen, was er macht? Muss ich wirklich raten, was er macht? Kellner, Koch, Gastrokritiker. Ich meine, vorher hat er im Supermarkt gearbeitet. Das sagt mir jetzt gerade nicht so viel. Ich weiß nicht, mit seiner Social Anxiety oder was, finde ich Kellner ein bisschen, hä? Ist er Koch? Bist du Koch? Yeah. Ding, 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 kann man so sagen. Ach ja, yeah, geil, richtig geraten. Ich bin der neue Sous-Chef. Das ist Französisch. Ich sollte es mal nachschlagen. Du weißt nicht mal, was deine eigene Berufsbezeichnung heißt. Okay. Alter, Eric! Was? Warum? Ich kann echt keinen Schritt aus der Haustür machen, ohne dass der alte Typ auftaucht. Das heißt, du bist der Stellvertreter vom Chef? Ach, hey, danke. Hallo, Eric. Bist du auch zum Essen hier? Nö, ich schaue mir abends im Restaurant nur das Besteck an. So eine Bitch, ey. Ja, natürlich bin ich zum Essen hier. Aber schade, dass ich keine Begleitung wie Sark habe. Ja, wenn du dich ein bisschen weniger scheiße anstellen würdest, kriegst du vielleicht auch ein Date ab. Also nicht mich, aber vielleicht irgendwen. Noch kannst du zu uns stoßen, hier ist noch Platz. Zu uns? Zu wem? Nein, danke. Es war nur ein Witz, lass es dir schmecken. Ich empfehle das Beefsteak Tatar. Ja, zieh dich. Nein, ach Jonah, sei doch nicht höflich. Willst du dich zu uns setzen? Der Kellner hat sicher nichts dagegen. Ich aber. Um bei euch das fünfte Rad am Wagen zu sein? Nein, danke Jonah, ich muss an meinen Ruf denken. Eric marschiert weiter, ohne sich umzusehen. Na endlich. Ach Eric, früher warst du so viel cooler. Wo war ich? Ach ja, Sous-Chef. Ich bereite die Zutaten vor. Jede Menge schälen und schneiden. Wie geil sein Profilbild einfach sein halbnacktes Surfer-Outfit ist. So, was können wir denn jetzt Neues? Entweder Brandung, von Seegang getroffene Gegner haben eine Chance von 50% betäubt zu werden. Oder Chance von 50% der von Seegang getroffene Gegner bluten, nämlich doch bluten. Ich
werde von einem weiteren Sous-Chef eingesetzt. Es ist ein schönes Gefühl, als Waffe mal etwas Produktives zu machen. Als ich ein Teenager war, haben meine Mutter und ich manchmal Holz gehackt, aber das war eher zum Spaß. Haha, wie süß. Ist deine Mutter dann auch eine Axt? Wird die Waffenart genetisch weitervererbt? Ich weiß es nicht. In Verona Beach braucht niemand Feuerholz, aber Zutaten fürs Essen schon. Ich kann zweimal einfach Glückwunsch sagen. Ist das gewollt oder ist das ein Bug? Glückwunsch oder Glückwunsch? Vielleicht ist es Glückwunsch und Glückwunsch. Ich sag mal Glückwunsch. Danke, meine Klinge ist zwar etwas ungewöhnlich, aber es geht schon. Ich wünschte nur, die Köchin wäre etwas lockerer. Sie macht manchmal solchen Stress. Unglaublich. Ja, in der Küche geht's stressig zu, das kenne ich. Also nicht persönlich, aber ich weiß, dass es da so ist. Manchmal beleidigt sie sogar Leute in der Küche. Bewirft sie. Das ist nichts für mich. Aber hey, wie sieht's bei dir aus? Was gibt's Neues im Dunch? Eure Gerichte kommen und ihr setzt eure Unterhaltung beim Essen fort. Die Pasta ist frisch und die Soße schmeckt fantastisch. Sollen wir uns einen Kuchen mit Zartbitterschokolade teilen? Oder, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ja, gerne. Teilen ist immer nice. Und romantisch. Jonah lächelt und bestellt einen Kuchen mit 2 Kuchengabeln. Er genießt den Geschmack der leicht bitteren Schokolade überzogen mit Pariser Creme. Das war perfekt. Also ich weiß nicht, ob es wirklich so viel besser war als das, was ich koche, aber es war ein Erlebnis. Und dank meines Mitarbeiterrabatts habe ich 2 Dollar gespart. Ich werde wohl weiterhin ins Dunch gehen müssen, um mir Wachs für mein Brett zu leisten. Darf ich dich nach Hause begleiten? Ein Spaziergang nach so viel Essen ist eine gute Idee. Das wäre schön, rein platonisch oder nicht nötig. Nein, das wäre sehr schön. Ich kriege heute sehr viel Action, ich sehe schon. Okay, schon besser. Es ist ein lauer Abend und ihr geht zusammen nach Hause, während ihr euch die Grillen ein Ständchen singen. Als ihr vor deiner Wohnung steht, zögert ihr plötzlich. Ich weiß, Jesse hat erzählt, dass wir mal ein paar Dates hatten. Das ist lange her, es war nur eine Woche. Sorry. Ich hoffe, das ist nicht komisch für dich, aber du bist ganz anders als er. Ja, ich bin schon mal weiblich. Zum Ersten. Und ich sehe bestimmt besser aus. Ich mag dich nämlich sehr und ich dachte, das solltest du wissen. Oh, ich kann ihn küssen, ich kann fragen, ob wir reingehen oder ich kann gute Nacht sagen. Ich will ihn ungern direkt küssen, weil er ist ja auch so ein bisschen zurückhaltender. Ich finde es übrigens auch super, wie wir hier mit jedem nach 1 bis 2 Dates auch direkt in die Kiste springen, übrigens. Würde ich jetzt im echten Leben vielleicht nicht dringend so unbedingt so machen, aber jeder wie er mag. Aber wir sind ja schließlich hier, um zu daten und einen Boyfriend zu finden. Ich frage ihn mal, ob er reingehen möchte. Fragst du, was ich glaube? Ja. Danke, aber heute Abend kann ich nicht. Ich muss morgen früh raus. Wie wäre es stattdessen mit einem Gute-Nacht-Kuss? Aber gerne. Er kommt dir näher. Er riecht nach dem Meer, wild und leicht würzig. Oh nein, 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 ich wollte es nicht drücken. Ah, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte eine andere... Nein! Nein! Nein, ich wollte W drücken und ich habe aus Versehen E gedrückt. Nein! Nein, 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 nein. Ah, oh, es gibt hier, glaube ich, keine Autosaves oder irgendwie sowas. Mann. Ah, das ärgert mich jetzt. Ich meine, klar, jetzt können wir irgendwie noch Freunde bleiben. Ah, ich wollte doch nicht. Ach, Mann. Ah, ich möchte mich in meinen eigenen Hintern beißen. Okay, das habe ich wohl falsch verstanden. Tut mir leid. Gegen Freunde habe ich nichts, nein. Nein, du hast es nicht falsch verstanden. Er macht einen Schritt zurück, seine Verwirrung ist offensichtlich. Nein.
Ich hoffe, wir können bald mal wieder was als Freunde machen, wenn du magst. Gute Nacht. Nein, Jonah, es tut mir leid. Du gehst nach oben und fällst ins Bett. Nein. Mist, das hat es automatisch gespeichert. Ich bin so dumm. Hätte ich vielleicht mitten im Gespräch quasi ins Menü gehen und wieder laden können. Das ärgert mich jetzt so. Es ärgert mich so sehr. Ich bin so dumm. Menno. Weiß nicht, ob wir es noch retten können oder ob wir jetzt auf ewig Freunde sind. Ich meine, ich habe auch nichts gegen Freunde, so ist es nicht, aber dieses Spiel spiele ich halt auch extra dafür, dass wir halt einfach alles daten, was Beine hat. Oder vielleicht auch keine Beine hat. Ich weiß nicht, was alles noch kommt. Und ich wollte es halt nicht drücken. Ich habe einen falschen Knopf gedrückt. Das ist so fies. Ja, Sander schickt Herzchen. Ich schicke mal eins zurück. Oh nein, Jonah. Das war der beste Abend seit langem. Ich ärgere mich nur, dass ich nicht reingekommen bin. Ich war nur so nervös wegen dem neuen Job. Kann ich nächstes Mal mit reinkommen, bitte? Ja, natürlich. Natürlich, bitte komm mit rein nächstes Mal. Wenn du weißt, was ich meine. Hurra, danke, dass du mit mir gefeiert hast. Ich muss schneiden und schälen üben, also wir sehen uns im Dungeon. Ich hoffe, ich kann das noch retten. Ich hoffe, das Spiel rechnet mit ein, dass manche Leute einfach dämlich sind und falsche Knöpfe drücken und dass man sich nicht so schnell und einfach aus einer Romanze raushauen kann.